Moin Leute, Trimax hier. Wir zocken wieder Clash of Clans. Wir sind gerade mitten in der Clan War League. Der Free-to-Play-Account. Übel Laune. Dauerhaft alles am Upgraden. Bisher haben wir in der Clan War League alles gewonnen. Wirklich alles. Und wir sind alle Free-to-Play. Ich habe jetzt mit dem Pay-to-Rush-Account nicht angegriffen. Und mein Clan ist schon ein bisschen sauer auf mich. Weil es echt an mir scheitert, dass wir jetzt hier gewinnen. Ich muss das jetzt auf jeden Fall hinkriegen. Ganz kurz nochmal Update in der Nachtbasis. Läuft auch sehr gut. Die Lager fürs Elixier gehen gerade hoch, damit wir Sternlabor upgraden können und dann die Kanonenkarre auf 17 und 18, dann ist das fertig. Mega Tesla, sparen wir jetzt das ganze Gold auf, wir haben schon die Lager erhöht, den muss man ja auf 9 machen und dann muss man nur noch die Battle Machine auf 30 verbessern, nichts anderes mehr machen und hat den sechsten Bauarbeiter. Und da werde ich den anderen einfach komplett wegziehen, komplett. Werde ich Chef Strobel da links liegen lassen. Jetzt aber ganz wichtig. Achso, das Wichtigste. Wenn euch Clash of Clans gefällt, Second Try-Kanal abonnieren. Und bei mehr Einstellungen, Creator Code Trimax. Nutzen schon sehr viele von euch. Ist aber einfach sehr, sehr geiler Support und kostet gar nichts. Einfach eintragen, auch wenn ihr keine Gems oder irgendwas ausgebt. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. So, wen soll ich angreifen im CW? Also du, also Max, ich guck mal, wenn du angreifst. Du greifst ja immer nur die schlechtere an. Ich greife immer die gleiche oder höhere an wenigstens. Den Angriff packe ich nicht. Wo ist hier Clan? Wo ist hier was? Luft, CW! Greifst du deinen nicht an, Max? Dann greife ich deinen an. Ich greife den 12er an. Den greifst du an? Weil sonst hätte ich dich ja den locker gefreestart mit E-Drex. Kannst du mir den E-Dragon spenden? Ja, komm. Nee, du kannst echt Level 3er E-Dragons spenden? Nee, Level 2. Welches Level hast du sie denn? Auf Level 2. Ich bin höher, geht nicht auf Level 11. Spende mal. Ist Level 3. Och, du bist so lost, Digga. Wie Spenden ist immer ein höher. Ach, echt? Ach, Digga, du spielst seit einem Jahr Clash of Clans. Das ist ja das Krasse. Du hast sie auf 2 und kannst sie uns dann auf 3 spenden. Das ist doch sau stark. Lol, warum hab ich sie dann immer bei mir auf Level 2 meiner Burg? Weil dir jemand einen Einer spendet. Junge, was? Warum sind alle so Wichser und spenden mir nur Level 1er? Ja. What? Also, ich versuche jetzt hier zwei Plan, Sterne drauf zu holen. Wenn ihr gerade zuhört, ich will auch Level 3er, was soll denn das? Mein Angriff ist noch mega schlecht, ich habe immer noch einen Rathaus 10er Angriff, ne? Junge, mein Angriff ist schon OP mit Level 2 E-Drexer. Ja, ich weiß, ganz doll. Vom Angriff technisch hast du jetzt gerade einen dicken Vorsprung mir gegenüber. Und meine scheiß Queen ist auf 37, Junge. Das ist jetzt ist meine geht auch auf 36. Das ist auch crazy, Mann. Das ist halt Endlevel jetzt, ne? Sie braucht halt 6,5 Tage und jetzt kostet es 154.000, sie schlafen zu legen. Also jetzt kommen wir langsam da, Ja, dann mach jetzt mal, spend mal jetzt, wenn ich angreifen soll. Digga, dein Level 3er, Dragon ballert gut rein, wenn ich das mal sagen darf. Kannst du mir auch einen spenden? Chef, spend mir auch meinen. Also auf 3 ja, ist halt schon strong, lass ne? Lass mich kurz einen Angriff machen, und dann, weil dann kann ich den Boost aktivieren, weil ich habe gerade noch keinen Boost an. Weil wenn wir dauern, ich schaff's Rathaus nicht, ich hab's Rathaus nicht geschafft. Ich hab einen Stern nur. Oh mein Gott, was? Ja. Single Target Fan Dragon, die anderen sind komplett reingehauen. Ich kotz. Ich werd einen Stern machen, irgendwie 80% oder so ein Scheiß. Ja, wobei, wenn du noch die eine, wenn du die eine Flugabwehr da vorne noch holst. Du musst die ragen irgendwie. Ich hab noch einen einzigen Rage. Ja, musst jetzt. Du jetzt gleich die 3. Und wenn er wenn die Flugabwehr holen, dann hast du noch Chancen. Komm. Wie Damage macht. Der ist Single Target Inferno Tor, da machst du nichts. Ah, okay. Oh, shit, ist das Alter. Bitter. Reset eigentlich der E-Drag den Ich glaube nicht, nee. Guck mal, wie bitter, er greift ihn sogar nochmal an. Er greift sogar nochmal das Rathaus an. Oh, tut das weh. Oh, ein Inferno-Turm. Ein Stern. Ich wünschte, ich hätte nicht angegriffen. Du bist der Einzige, der die Elektro-Dragons auf 2 hat, Chef Strobel, im ganzen Clan, glaube ich. Ich hatte das auch richtig perfekt getimed. Ich hatte ja dieses Buch, das ich Insta-finishen kann. Digga, das ist ja ganz, ganz, ganz strong. Ich muss meine Kaserne noch einmal upgraden. Ich habe meine Drachen-Echte. Mein Angriff ist echt kacke gerade. So, ich bin jetzt drin. Ich werde jetzt die komplette Macht des Pay-to-Rush-Accounts benutzen. Oh ja. Du hast aber auch Level 2 E-Drax, oder? Ich habe hier Level 1er E-Drax, aber ich ziehe sie mit Machttrank immer hoch. Brauche ich den Machttrank überhaupt auf deren ersten? Wie krass ist der erste von denen?
Ach du Scheiße! Brauch ich das überhaupt, frag ich noch, wie so ein Dummer. Wieso brauchst du's? Ja, oder? Ja, der, der ist ja komplett glaub, der, mixed. What the fuck? Der hat 67. Junge, der seine Queen ist Level 67 einfach. 70 ist Max, ne? Selbst seine Streukatapulte. Der Minenwerfer auf Level 13. Was ist das für eine Scheiße? Magierturm 12. Das ist halt schon Endgame, ne? Der ist komplett durch einfach. X-Bogen Level 11. What the fuck? Soll ich den überhaupt angreifen? Macht das Sinn? Hä, sollst du nicht einen Stern gegen ihn holst? Ja, einen Stern könnte ich schaffen, aber soll ich nicht lieber die zwei angreifen? Die könnte ich deutlich krasser ballern. So, dann wollen wir mal einen Trank einsetzen, einen Machttrank. Wollen wir mal ein Machtwort sprechen, ne? Ich raste gleich aus, ich greife es gleich ohne an. Ja, Strube, kannst du nicht? Ich mache meinen Angriff, dann mach den Boost dann. Boom. Ja, aber gib mir doch kurz einen und greife. Oder, ja, ich greife halt an, warte ganz kurz. Bei mir brauchen die übel lang auszubilden. 24 Minuten dauert bei mir ein Edric. Wie viel? Weil greifst du jetzt, machst du jetzt deinen Clan-War-Angriff oder was? Ja, ich mach gerade auch noch was für die Luft. Also, ich brauch ganz schnell den Elektro-Dragon, bitte. Ah, nee, ist egal, ich mach jetzt Angriff. Nein, spend mir. Kauf einen E-Dragon kurz rein bei dir. Spend mir kurz und dann kauf rein mit einem E-Dragon. Das ist wichtig für den Clan. Welches Level kommt denn jetzt an? Welches Level kriegst du den dann? 2 wahrscheinlich. Wenn du ihn auf 1 hast und wir kriegen plus ein Level, dann krieg ich ihn auf 2. Ja, ich habe jetzt Level 2 Pet Rush Dragon bekommen. Okay, ich greife jetzt an. Boah, ich guck's mir an. Dann schaue ich dir erst zu und danach schaust du bei meinem Angriff zu. Ja. Okay? Ja. Wen greifst du an? Den Wendy? Den zweiten. Doch. Den zweiten, Oliver. Okay. Oh, der hat beide auf Single Target. Das ist natürlich kacke. 3 Single Target! Oh, 3 Single Target. Nee, 3 Single Target packe ich nicht. Das macht keinen Sinn, mit Electro Dragons hier anzugreifen. Dann mach den dritten oder den zweiten, den ersten. Ja, aber du musst ja nicht den zweiten machen. Niemand von uns wird den dritten noch schaffen, oder? Ja, dann greife ich den dritten an, aber den muss ich dann 3-starren, den muss ich ja, dann. Ja. Ich muss morgen früh angreifen, Jungs, ich komme da nicht drum rum. Der hat auch nur, der hat auch beide Inferno-Türme auf Multitarget, das ist gut. Alle drei Inferno-Türme, aber ja. Wo ist denn der dritte? Ich sehe den gar nicht. Links. Oh, klar, ist auch voll. Das sind ja richtige Tryhards, ne? Okay, dann greife ich würde einfach sagen, ich greife von unten an und flieg voll in den Luftfeger rein. Echt jetzt? Macht man das so? Ich würde es in diesem Fall machen, ja. Okay. Go for it. Es ist alles ready. Muss ich. Ey, das ist kein Paid Winner. Ja, den Paid Rusher Gun dürfen wir benutzen. Jeder hat so einen im Clan, der rein paid. Ja, ja. Guck dir die Gegner an, bestes Beispiel. Live ansehen. Ja, vor allem, wenn Max den nicht macht, werden wir halt nicht Erster. So. Das ist halt einfach schön in der Platz sonst. Okay, da kommen also, das ist die hochgepayten. Oh, da kommen die E-Drinks. Junge, du hast einfach all deine Helden so hoch gepayt. Wie viel Geld ist in dem Account? Dieser Sperrtyp ist halt auch so heftig, ne? Ja, der Sperrtyp ist lächerlich. Das ist eine Frau, Alter. Ja, diese Sperrfrau. Ich glaube, du hättest sogar den ersten Platz geschafft, bin ich ehrlich. Bist du dumm? Oh Gott, das geht doch gar nicht. Schade, dass du manchmal so lost bist. Achtet auf die Sperrfrau, achtet nur auf die Sperrfrau. Was macht die Uhr? Zack. Habt ihr den Trick gesehen? Wie viel Leben kriegt die bitte dazu? Was ist das Max-Level von der? Ist 50. Nee, 20. Die geht nur auf 20. What? Wie viel kostet ein Level da noch? 150.000 und sowas alles, das höchste Mal. Easy 3-Star für dich, oder? Also holy shit. Ja, der auf jeden Fall. Das war ja nicht mal knapp. Nee, ich habe auch keine Helden genutzt. Wo sind meine Helden überhaupt? Ach, die sind da doch drin, okay. Also die Level 70er Ding, Queen one-shottet einfach die. Ja, die one-shottet die alles. Sachen. Die one-shottet einfach alles. Ja, also, das tut sie. Ehrlich, ja. Hättest du auch den zweiten noch packen können? Wir haben den zweiten könnte was. Also 2 Sterne, denke ich, aber der hat alle auf Single-Target gehabt. Aber so ist besser. Ich kann den Angriff erst morgen machen. Alle gewone-shottet, oder? Mit Boost dauert das, also meine 8 E-Drags auszubilden, 45 Minuten. Okay, jetzt kommt mein Only Packer Rush. Den habe ich perfektioniert, den Packer Rush. Trust. Ich habe leider, warte, wo ist er? Hier, der 21. Angriff. Angreifen. Den 21. Den 21. greifst du an? Oh, da ist der. Boah, Junge, den würde ich ja so easy wegholzen. Welchen Platz bist du denn im Clan, Romatra? Auch 21. 21 gegen 21, okay. So, wir machen. Ich weiß nicht, ob die Loch-Taktik schlau ist, aber ich glaube, Packers ist die actually not bad. Welches Level sind deine Packers? Alle Max. Auf? Weiß nicht, was sind Max? 6?
Du hast deine Packers auf 6? Ja, ja. Tigger. Queen? Solid. Meine Queen ist, ich glaube, ich habe meine. Ach, du machst jetzt wirklich Only Packer? Ich dachte, das wäre einfach. Nein, nein, das ist wirklich Only Packer. Oh shit, da. Aber hast du keinen Freeze mitgenommen? Nee, ich habe keinen Freeze. Hä, wirklich Only Packer? Only Packer, ja. Wo hast du das her, die Taktik? Weiß nicht, hab ich mal abgeschaut irgendwo. Ich hab nur gleich ein Problem, weil ich nichts mehr gegen Luft hab. Ja, das ist ein Riesenproblem für dich, weil der ganze Drache fickt seinen Angriff einfach. Ja, das ist richtig. Oh, der Ballon viel heftiger, der Ballon macht viel heftigeren Damage. Ja. Ich hab jetzt noch meine zwei. Ah, scheiße. Oh no, ich hab gedacht, ah fuck. Hast du keine Magier dabei? Ich hab Magier dabei gehabt, die hab ich reingehintet. Das war kein guter Angriff. Das sind ja, zwei Sterne. Du hättest hier nicht in diesen Ding spielen, aber zwei Sterne sind zwei Sterne. Ah, wenn ich die Tote krieg, da, fuck, Alter. Ich werde, glaube ich, meinen fünften nicht angreifen und auch jemanden unten dabei. Ich weiß, ob ich den fünften zwei Sterne holen kann gegen den. Der hat halt alle X-Bögen auf 4. Und hat die sogar auf Luft eingestellt. Das wird halt richtig eklig. Ja, ich muss das nicht, weil ich beende den Kampf. Hat nein, nein, es gibt die Prozente! Auf keinen Fall! Echt jetzt? Ja, jede einzelne. Oh, das weiß ich doch nicht. Bist du denn dumm? Ich wusste nicht, dass es um die Prozente geht. Digga, du kannst nicht Only Packer machen, dann kann die Magier nicht mitnehmen und dann den Kampf abbrechen. Jeder Prozent zählt doch ganz doll. Das muss ich auch schon sehr oft über mich ergehen lassen. Das habe ich auch schon zweimal gemacht, bis mir mal im Chat mal gesagt hat. Das muss mir aber doch das weiß machen. Man nicht, gell? Das weiß man nicht. Weiß wir sind jetzt gerade mit einem Stern Erster. Ja, ich werde meinen Angriff, wie gesagt, morgen früh machen. Ja, weil der Angriff perfektioniert eigentlich. Mit Boost brauche ich dreiviertel Stunde. Haben wir gegen den Ersten gewonnen, den direkten Kampf? Ja, ja. Aber da hast du auch mit deinem Page Rush, glaube ich, nicht angegriffen. Nee, habe ich nicht. Oh, ja, das wäre ein wichtiges Spiel gewesen. Das wäre nochmal mehr Sterne gewesen. Crazy. Wollt ihr noch mal ganz kurz, ich kann noch mal ganz kurz was spenden für jemanden, der Bock hat. Der vierte Kampftag, da haben wir 66 zu 41 gewonnen. Das ist so peinlich, dass meine Electro-Dragons auf meinem Pay-to-Rush-Account schlechter sind als die von Chef Strobel auf seinem Free-to-Play-Account. Das ist eigentlich witzig. Du hast dann schon Kanonenkarre 18, Rumatra, und deine Kampfmaschine? Die ist low, meine Kampfmaschine ist low. Welches Level? 5. Oh, da bin ich da vielleicht ein Level rum, Fenrir. Ja gut, aber dafür fehlen dir 18 Level Kanonenkarren. Die sind bei mir Level 14, ja. Oh, okay. Was? Nicht schlecht, gut aufgeholt ein bisschen, ne? Aufgeholt. Aber lass mal ganz kurz durchspielen, lass mal ganz kurz den Schwanzvergleich der Nachtbasis machen. Der Schubert hat zwei Wochen später angefangen. Nee, aber ich möchte wissen, ob du noch schlechter als zwei Wochen bist. Wie viele Sachen hast du jetzt schon? Also brauchst du ja Multimörser 8, Bogenschützenturm 6. Da bin ich ein Level drunter, dann muss ich noch ein Level hochziehen. Und Doppelkanone auf, was braucht man die? Ja, 4. Vier, die habe ich schon, die habe ich schon. Die hast du schon, dann musst du das in deiner Main-Basis natürlich umbasteln. Und dann brauchst du Megatesla 9, welches Level hast du Megatesla? Da bin ich hier richtig hinten, das ist nur Level 1, da ist die scheiße Dinge am Dampfen. Okay, Gold ist ja auch nicht so wichtig, dann Kanonenkarre braucht man auf 18. Bin ich auf 14? Ich bin auf 16. Du bist auch erst auf 16, Max? Ja. Nein, verschiedene weiter oben. Aber ich habe auch gerade wieder 3 Millionen, also das ist nicht so lange. Und die Kampfmaschine habe ich auf 10. Ja, da bist du beide auf 5. Da habe ich 5. Alter, das wird ein richtig knappes Rennen. Wenn man ist Max, wo, nicht Max, Chef Schrubbel, was sind deine Sammler? Die Sammler sind extrem wichtig. Ja. Ja, da habt ihr mich auch abgehangen. Ich wusste ja am Anfang nicht, auf was ich da die Prioritäten setzen muss. Plus, ich habe ja auch das dann wirklich, glaube ich, mal eine Woche schleifen lassen, weil ich nicht wusste, wie wichtig das ist. Ich wusste nicht, worauf ich die Prioritäten setzen soll, und dann hast du da irgendwie 1000 Live-Zuschauer, während du farmst. Ja, ich habe halt die ganze Zeit Main-Basis halt gehustelt, ne? Mount Everest-Taktik. Oh, ja, okay, aber worauf sind deine Sammler? Weil wir werden die langfristig immer weiter wegziehen. 8, 7, 7. 8, 7, 7? Das ist gar nicht so schlecht, actually. Der 9. macht echt nochmal einen dicken Boost, du. Das sind echt so 4, wir machen wahrscheinlich so 1000 pro Stunde mehr. Das läppert sich auf ein paar Monate extrem. Ich sag ja auch. Ihr werdet das ja auch rein auf die Zeit gesehen. Ich werde jetzt halt, wenn nicht, ich weiß, ich habe noch eine kleine Taktik, wie ich euch einholen kann. Aber die kann ich ja nicht verraten. Weil sonst macht ihr die vielleicht so ähnlich und dann zieht ihr mir wieder davon. Uhrenturmtrank. Mann, halt auf dein Maul einfach. Das ist die einzige Taktik, die es gibt. Voll Uhr. Ja, die mache ich doch selber. Mit der Taktik bin ich euch doch davongezogen. Das ist die Taktik, ich werde jetzt fahren in jedem Clan War. Oder in jedem Dings. Die Uhrentürme, ernsthaft? Ja, es wird das einzige sein, mich, die ich noch einholen kann. Ich muss dann halt in der Main-Basis ein bisschen zurückstecken, aber was auch wieder okay ist, weil ich habe
Kannst du, Max, bitte guck mal wieder, wie weit meine Mauern sind. Ich kann es nicht fassen. Ich bin ja schon wieder zu hart am Reinsuchen, glaube ich. Digga, bist du dumm? Junge, ich bin ja schon wieder zu hart am Reinsuchen. Wie viel zockst du denn? Junge, ich weiß es auch nicht. Es ist manchmal, ich finde auch mein, ich habe auch gestern, heute wieder Leute mit einer Million immer gefunden. Das ist halt schon wieder. What the fuck? Oh mein Gott. Schwachsinn, Alter. Was ein Schwachsinn. Bist ja richtig süchtig, Alter. Wie findet das deine Freundin? Weiß nicht. Machst du noch was anderes aus der Clash of Clans spielen den ganzen Tag? Ja, meinen Bachelor schreiben. Du schreibst Bachelor und alle 20 Minuten, wenn deine Drachen fertig sind, greifst du an. Junge, 3 Stunden dauert das mit Edrix. Aber trotzdem, ist ja schon mal eine gute Quote. Okay, gut. Interessant, das war's ja schon wieder mit der Folge, kurz und knackig. Wir machen gleich noch Reacted Attack, aber einen Hypixel Skyblock. Meinung in die Kommentare, wir müssen den CW auf jeden Fall gewinnen. Ich muss da dann morgen auch direkt angreifen, erinnert mich da am Livestream dran. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Haut rein, tschüss.